Eine weitere wichtige Regel der Bildkomposition, die ihr kennen solltet, ist die Regel: Vordergrund macht Bild gesund. Noch ist es so, dass wir mit unseren Fotokameras zweidimensionale Bilder schießen. Wir können keine dreidimensionalen Bilder schießen. Ich sage noch, vielleicht wird es eines Tages kommen. Das bedeutet aber, dass die Bilder, die wir schießen, oft nicht so schön sind, wie das, was wir in der Realität sehen. Denn in der Realität sehen wir natürlich ein dreidimensionales Bild. Auf dem Foto ist es dann nur zweidimensional. Es gibt aber einen Trick in der Bildkomposition, wie man trotzdem Tiefe in das Bild reinbekommen kann. Und zwar, indem man sich ganz aktiv Bildvordergründe sucht, ein Bildmittelgrund und ein Bildhintergrund. Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. So kann der Betrachter durch das Bild wandern und zunächst mal den Vordergrund betrachten, dann langsam in den Hintergrund, in den Mittelgrund und dann weiter in den Hintergrund. Deswegen schaut ganz aktiv nach Bildvordergründen. Das können Steine sein, das können Äste sein, das können Blumen sein, die im Vordergrund sich befinden. Achtet auch darauf, dass etwas Schönes im Mittelgrund und im Hintergrund ist. Ich werde jetzt mal zwei Fotos hier machen. Einmal nur mit dieser Mondlandschaft und den Bergen dahinter ohne einen Bildvordergrund. Und dann noch einmal mit einem Bildvordergrund, und zwar mit diesen schönen Salzbecken, die es hier gibt. Und ihr werdet sehen, wie unterschiedlich das Bild wirkt. Ich war auch kürzlich in Schottland und habe dort auch sehr viele Fotos gemacht, bei denen ich ganz aktiv nach Bildvordergründen gesucht habe. Auch hier blende ich euch mal ein paar Bilder ein, damit ihr mal seht, was für einen Unterschied es macht, wenn ein Bildvordergrund vorhanden ist und wenn das Auge vom Vordergrund in den Mittelgrund in den Hintergrund wandern kann.